Herzlich willkommen, was geht ab, Leute? Adolf Buck hat wieder am Start und heute mit einem neuen Format für euch, und zwar Adolfs Tipps am Mittwoch. Wie ihr schon raushören könnt, gibt es jetzt jeden Mittwoch für euch Tipps in die Fresse. Und ja, ich versuche für euch ein bisschen Mehrwert zu produzieren in kurzen, knackigen Videoclips und würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Es werden Tipps für Anfänger, für Fortgeschrittene, für Profis am Start sein, damit ihr alle da draußen irgendwann Profis seid. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Format, bei diesem Video. Lasst uns loslegen. Okay, heute geht es um das Thema Beintraining. Nicht das Thema Beintraining an für sich, dafür wäre das Video viel zu lange. Wir möchten ein kurzes, informatives Video machen und ich erkläre euch heute, wie man den Beinstrecker richtig verwendet, meiner Meinung nach. Denn ich sehe jedes Mal Fehler, Jungs, die zu mir ins Personal Training kommen, und selbst bei erfahrenen Profi-Bodybuildern sehe ich diesen Fehler zu häufig. Ich halte es für einen Fehler, ihr könnt es gerne ausprobieren, beide Variationen ausprobieren und euch selber vom Gegenteil überzeugen, denn ich finde, das ist das Geheimnis für dicke, fette Beine. So, alles klar, Leute, ich zeige euch jetzt den Unterschied zwischen der, wie ich sie nenne, der Saubermann-Variante und zwischen der Variante einfach ballern, bis die Haxen abfallen. Unterschied ist, ich setze mich mal hier in unsere Beinstrecker und wir kennen sie alle, wir kennen sie zu häufig. Ich gucke durch die Instagram-Stories und dann sehe ich sie, sitzen sie da, als hätte man sie dazu gezwungen, du machst jetzt Beinstrecker. Und voller Demotivation sitzen sie dann da und machen den hier. Also, ich weiß nicht, wie ihr so Beine aufbauen wollt. Wollt ihr Gewicht bewegen? Wollt ihr ein bisschen Speed in der Beinmuskulatur haben? Müsst ihr rauskicken. Ein Fußball tretet ihr auch nicht in super Slow Motion. Und wenn wir schon bei Thema Fußball sind, wie kickt ein Fußballer? Er kickt mit Sicherheit nicht mit so einem Holzbein. Den hier. Sondern ein Fußballer, der macht den hier. Den hier, den Ballerina-Fuß nenne ich ihn. Und er holt aus und kickt ihn. Und genau das gleiche machen wir beim Beinstrecker. Ganz wichtig ist, achtet auf euer Rhythmus, versucht im Flow zu bleiben. Und ihr seht auch gleich, was passiert. Und zwar, ich hebe jetzt meine Fußzehen an und ihr seht die Range of Motion. Ich komme gar nicht in die Spitzenkontraktion vom Quadrizeps rein. Wenn ich jetzt aber Folgendes mache, ich kippe meine Füße und ihr seht automatisch, ich komme voll rein in die Spitzenkontraktion und darum geht's. Und dann einfach nur den hier machen. Und ich sag euch, ihr kriegt den Pump eures Lebens. Vielen Dank fürs Einschalten. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Adolfs Tipps am Mittwoch. Glocke abonnieren, liken, teilen und natürlich supporten mit dem Code Adolf10. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Peace.